Deutschlands unabhängiges Meinungsportal deutschlandstimmtab.de kürte in diesem Jahr erstmalig den Zoo des Jahres. 40 große Tierparks und Tiergärten waren dafür nominiert. Auswahlkriterien waren der beste Mix aus artgerechter Tierhaltung und der Freizeitwert. Die Beteiligung war enorm, so David Gielen, Geschäftsführer der Internetplattform. Ja, es waren knapp 8000 Leute, die abgestimmt haben, 8000 User. Das Ganze ging über einen Zeitraum von knapp 6 Monaten. Wie hoch ist das jetzt einzuschätzen, Ihrer Meinung nach, dass eben genau über so einen Tierpark zum Beispiel abgestimmt wird? Wird ja nicht nur über einen Tierpark abgestimmt bei Ihnen? Richtig, wir haben alle möglichen gesellschaftlichen Themen, über die man abstimmen kann. Allerdings gab es jetzt auch diese Sonderabstimmung. Zoo des Jahres ist zum ersten Mal jetzt deutschlandweit gewählt worden. Deswegen sind wir mit der Teilnahme sehr zufrieden. Wir werden das jetzt jedes Jahr durchführen und natürlich im nächsten Jahr erwarten wir auch noch eine höhere Teilnahme. Und darauf sind wir sehr gespannt. Oberbürgermeister Clemens Koschek freute sich über diese Auszeichnung, die im Übrigen von nun an jährlich verliehen werden soll, und würdigte die Arbeit der zahlreichen Tierparkmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tierparkleiterin Christine Kilz war überrascht von dem Ergebnis. Schließlich hatten rund 2600 Menschen ihre Stimme dem Dessauer Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde geschenkt. Also ich glaube, wir sind ganz besonders stolz, das heißt mein Team und unsere Leitung des Tierparks sind stolz, dass unsere Besucher und beziehungsweise die Gäste den Tierpark ihre Stimme bei dem Online-Voting Deutschlandstimmt abgegeben haben. Jährlich besuchen 100.000 Menschen den Tierpark Dessau. Mit seinen 11 Hektaren mag er nicht der größte sein, aber der Mix aus Pflanzen und artgerechter Haltung der Tiere macht ihn zu einem der schönsten. Die Mitarbeiter sorgen dafür, dass das auch so bleibt, aber auch der Tierparkförderverein setzt sich für die Einrichtung ein und so werden auch dessen Mitglieder weiter engagiert zur Erhaltung beitragen. Also auf jeden Fall ist das ein Ansporn und wie gesagt, wir sind ja immer gewillt, den Tierpark zu unterstützen mit unserer Arbeitskraft bei den Vorhaben, die der Tierpark weiter vorhat. Und wir möchten eben auch, dass der Tierpark weiterhin so bleibt und noch schöner wird, dass die Tiere artgerecht gehalten werden und dadurch auch für die Besucher attraktiver und eben auch schön wird und auch für Klassen, sage ich mal, genutzt wird. Und wir sind sehr stolz auf den Tierpark. Schon im März 2012 beginnt die neuerliche Abstimmung auf deutschlandstimmtab.de. Man darf demnach gespannt sein, ob sich der Dessauer Tierpark wieder vor Einrichtungen wie Köln, Magdeburg oder Leipzig behaupten wird.